Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit unserem besten Freund Geralt von Riva, dem freundlichen Hexer von nebenan. Ja, wir sind immer noch unterwegs mit diesen Spuren von Hansi und alles drum und dran. Das müssen wir noch machen. Jetzt muss ich gerade gucken, mich orientieren. Die müssten hier irgendwo sein. Ja, da unten sind sie genau. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Wir haben aber leider noch ein paar Gegner hier unterwegs, kleiner die so ein bisschen rum. Hansi ist hier lang gekommen. Ja. Vollgeistes Fußball mit Hilfe des Hexersinnes. Soweit waren wir auch in der letzten Folge tatsächlich. Da kamen ja unsere ein paar. Wie schmeckt dir das Silber? Das war planungsmäßig eigentlich nicht die Idee. Ja, die wollen uns auf jeden Fall was haben. Ich muss mal ein bisschen rausziehen aus der Gruppe hier. Ja, mein Gott. Ich brauche Dings hier, ne? Einer weniger, zwei nur noch. Der ist auch tot. So, jetzt fehlt der letzte Kollege noch. Und der ist auch weg. Ich brauche wieder Meditation. Ich muss mich dringend wieder heilen. Den Jungs haben wir gerade ein bisschen. Ein bisschen Feuer unter dem Hintern gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, das hört sich so fies an, die Geräusche im Hintergrund. Vorne ist irgendwas. Kann aber auch nur. Ja, es ist nur ein Pfeil. Okay. Weiter geht's. Moment. Doch, hier geht's weiter. Okay. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist. Lock Hansi aus seinem Bau. Die Frage ist wie. Hansi rufen. Okay, funktioniert auch so. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Okay. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Er will nicht. Warum nicht? Sie sprechen? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Soll ich dir folgen?
Ich habe wohl keine Wahl. Ja dann, schauen wir mal. Folgen wir Hansi. Vestariumsantrag hinzugefügt. Göttlinge. Wer ist aktualisiert? Ich warte nicht, soll ich mich hier gleich besiegen oder wirklich jetzt schön? Es sind einige noch, sind drei oder was, ne? Wenn ich es richtig sehe. Oh Gott. Besiege die Monster. Okay, dann haben wir es doch. Vorsicht! Nicht lustig gerade. Komm mal einer bitte nur her. Nicht alle. Verdammt. Das Problem, ich habe den Kopf was abgezogen. Ja, ich kann keine Meditation machen. Fuck it, Alter. Sterben, also. Ich habe kaum Energie, das ist das Problem. Scheiße, das wusste ich. Wenn ich das Problem, wenn der zweite dazukommt, habe ich ein Problem. Den ersten hätte ich locker weggekriegt. Wahrscheinlich noch. Den ersten hätte ich wahrscheinlich noch ohne Probleme geholt. Aber den zweiten, der war... einer zu viel des Guten. Ich habe zu viel am Anfang eingesteckt. Ich habe zu viel am Anfang eingesteckt. Das ist das Problem an der Sache. Dauert jetzt natürlich wieder einen kleinen Moment, bis der da fertig ist mit dem Laden. Na komm, Kollege. Ah, liebes Spiel, du darfst auch mal ein bisschen schneller laden. Dankeschön. So, folgen wir wieder unserem Freund. Folge Hansi. Jetzt dürfen wir wieder gleich Monster besiegen. Der erste, sobald ich den ersten runter habe, der ist nämlich weg. Zweite auch weg. Der dritte auch weg. Jetzt haben wir sie. Bleib dicht bei mir. Meditation, kann ich das wieder gerade machen? Weil ich will wieder ein bisschen Energie laden. Ja, kann ich. So. Dann auf. Komm. Was war das gerade? So, komm, so ein Bienennest oder so. Hier also? Ich sehe mich mal um.
Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Durchsuche das Rabennest. Neun. Das ist wie verpiss dich. Was jetzt, du Stück Dreck? So, weg ist es. Der erste ist weg. So, der zweite auch weg. Sind doch der eine, ne? Hab hier. Komm hier, mein Freund. Der dritte auch tot. So. Dann haben wir hier. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Keine Ahnung. Du könntest ja ausprobieren. Wieder Energie tanken, bis vor irgendwas auf die Idee kommt. Aber so schwer waren die Gegner jetzt gerade auch nicht tatsächlich. Der hat auch gut für gut gefressen. Also wieso so gut gekriegt. So, Energie ist wieder da. Dann gehen wir mal unserem kleinen Freund Hansi. Servus. Hier. Peter, Pippel, Pflück, Prinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Ponta, Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Wirklinge aussehen. Kein Stück. Eben. Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Wobei ich ihr letztens glaube. Wobei ich immer noch nicht glaube, ich habe keine Ahnung, wie man die Stimme
irgendwie eine Flasche füllt, weil, naja, wie dem auch sei. So, jetzt brauchen wir erstmal Hilfe. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Weniger Infos. Plötzlich ein Rums. So laut. Aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was ist, weißt du etwas über die Muhmen? Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Besser ist es. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay. Die Frauen aus dem Dorf im Sumpf, wer ist das? Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Ein bisschen. Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Also, sie ist also zum Dorf gegangen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, geil. Folgen sie zum Dorf im Sumpf. Dann... Lauf mal vor, Kollege. Oh, bitte nicht schon wieder. Vorsicht, aufpassen! Ja, und jetzt? Soll ich das Viech besiegen, oder was? Zwischen zwei Zwetschgezweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. So, lass mich raten, ich darf das Viech jetzt besiegen. Ja, dann komm her. Vorsicht! Ja. Hör mal! Ja. Bist du wirklich nicht gut. Das alte Ziel ist weg. Und die auch. So, Energie brauche ich vor allen Dingen wieder. Bäh. Diese Wasserweiber sind... Naja, ne? Ich muss dringend mal wieder ein Dorf finden, wo ich mein Schwert ein bisschen schwer machen. Mal wieder ein bisschen. Warte mal, kriege ich das nicht hin so? Spontan?
Hä? Okay, na gut, geht nicht halt. Ich hätte gedacht, das ist was funktioniert, aber ist okay, dann ist es halt einfach so. So, geh weiter. So, kannst du mal vorgehen? Ah ja! Bleib da unten! Bleib da stehen halt, mein Gott! Das Waisendorf im Buckelsum. Ich glaube, wir müssen nicht hier lang. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Dann tu das. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. So, erstmal mit der aschblonden Frau. Ich will das wissen. Die Frau, die ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Hier wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Jenny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Alter, und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Bitte. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Gut, dann mache ich hier mal ein Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Und dann gucken wir mal, was die Gute zu sagen hat. Oder beziehungsweise, was wir denen zu sagen haben. Vielleicht kommt das ja ganz interessant. Bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play The Witcher 3.